Okay, reiß, reiß, reiß. Nein. Peace, Leute, was geht ab? Das ist Kevin. Ich bin's Marvin. Heute gibt es viel zu stark gewürztes Essen versus normales Essen. Leute, das heißt, wir haben wieder unsere Speiseglocken. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Cheeseburger drunter. Und einer bekommt den normalen Cheeseburger und einer muss auf den Cheeseburger dann extra Ketchup drauf machen. Richtig viel und extra Gewürzgurken. So haben wir verschiedene Produkte und immer das passende Gewürz dazu muss dann übertrieben draufgetan werden. Und ja, das dann gegessen werden und das wird sehr eklig oder sehr lecker. Ich hoffe, ich ziehe die 6-0 ab, damit ich mir nee, die richtig... Nee. Heute ist das Glück auf meiner Seite. Ich habe so ein Gefühl. Wir werden sehen. Mann. Und Leute, Daumen hoch für mehr versus Challenges, ihr wisst. Genau. Oder eventuell Teil 2, wenn ihr Bock habt. Deswegen fetten Daumen hoch dafür. Ja, dann würde ich sagen, let's go! Okay. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Du hast gewonnen, das Schicksal liegt in deiner Hand. Ich bleibe bei meinem. Okay. Oh nein. Und übrigens, Leute, hier ist immer ein Zettel mit einem Aufrufezeichen. Ja, und ich habe gerade schon den Zettel hier gesehen. Müssen wir gleich reintun. Oh nein. Also, wer den Zettel mit Aufrufezeichen bekommt, der muss immer das heftige Gewürz nehmen. 3, 2, 1. Ja! Nein. Und Leute, wir haben beide einen Cheeseburger und Marvin hat das Aufrufezeichen. Bedeutet, er muss es stark würzen. Einmal tonnenweise Ketchup und ein Haufen Gewürzgurken kommen auf deinen Cheeseburger drauf. Einfach ein simpler Cheeseburger. Lecker. Und hier sind die Gewürze on point übrigens. Ich klatsche hier einfach drauf drin. Ja Mann. Pimpt den Burger, wenn ich bitten darf. Ich entscheide das mal. Boah, ey, nein. Oh nein, okay, reiß, nein. Ey! Leute, ich dachte erst, ich mache ein bisschen, aber Dance schon, oder? So eine Folge, vielleicht das letzte, wenn ihr nicht mehr wollt, aber wenn ihr wollt, gibt es mehr davon, aber den ziehst du dir rein. Und noch Gewürzgurken. Freunde, ich habe mir die Hände gewaschen. En masse. Burger. Mit ganz viel Liebe, Marvin, ist der für dich. Ah, Junge. Also, wir haben hier einen Haufen. Und nochmal einen Haufen, Digga. Dreimal hier. So, wie soll ich das essen, Alter? Man kann es sehen, die Soße läuft hier schon runter. Ich würde sagen, du beißt mal schmackhaft ab. Leute, zieht euch das rein. Ey, das kann man doch nicht essen. Oh, Leute, ketchuphaftes Vergnügen. Mmh. Schmeckt nur Ketchup raus, Alter. Bah. Meiner on point. Oh mein Gott. Kannst du den Ketchup auflecken, wenn du magst. Gehört ja auch zum Burger. Das ist so salzig. Bam. Und noch schöne Grüße an Selina und Manu. Bam. Ihr habt hier auf YouTube die Glocke aktiviert und uns auf Instagram gefolgt. Einmal MarfitKellenFitti, wichtig, uns dort folgen und dann dort das neueste Bild liken. Übrigens, wir haben ein neues Bild heute hochgeladen. Checkt es unbedingt ab. Dann habt ihr die Chance, dass ihr da auserwählt werdet. Deswegen das Bild liken, Hashtag Glocke aktiv kommentieren und habt ihr die Chance, hier eingeladen zu werden. Viel Glück. Zweite Runde. Go. Und Lego. Schnick, Schnack, Schnuck. Wieder gewonnen. Entscheide wieder beheben. Gönn dir. Boah, ich weiß gar nicht. Ich nehme wieder meine. Okay. 3, 2, 1. Ja! Oh mein Gott. Diesmal haben wir ein Eis. Und du musst das mit tonnenweise Schokoladensoße übergießen. Yes. Eigentlich ja lecker, aber wenn man das jetzt komplett übertreibt, ich darf entscheiden, wie viel. Immer die Regel jetzt, der andere darf entscheiden. Boah, das ist sehr lecker, einfach ganz simpel. Waffeln mit Vanille-Eiscreme. Oh, kosten wir mal. Du darfst doch nicht kosten, mein Junge. Mmh, vorzüglich. Vorzüglich. Oh, lecker. Schön. Und hier, Schokosoße für Eis. Machen wir mal drüber, ne? Lassen wir mal laufen, Digga. Ey, Digga, wie ein Schokobrunnen. Optimal. Alter, so kannst du jetzt einmal anbeißen. Erstmal meine Hände werden jetzt direkt schön oben. Leute, komm, wir gönnen uns. Ganze Gelegenheit, aber irgendwie kann man sich da nicht beklagen. Ich will auch ein bisschen. Ne? Boah. Und schmeckt trotzdem super geil, Mann. Das ist einfach geil. Zu viel Schokolade kann einfach nicht pervers sein. Das geht einfach immer. Das austrinken. Halbzeit, Leute. Dritte Runde. Bist du ready? Yes, sir. Übrigens, 1-1 steht. Das hat jeder. Ja. Strich das Schlechte. Go. Go. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Wir gewinnen jede Runde bis jetzt. Ich bleib bei meinem. 3, 2, 1, ja! Nein, Mann!
Chicken McNuggets. Ich habe die normale Süß-Sauersoße dazu und du hast eine Packung Süß-Sauersoße. Kannst direkt so hinhalten und drauf damit, mein Junge. Hey, Leute. Drauf damit. Alles schön. Eintunken. Perverse Bade. Oh, Alter, wieso hörst du das? So, oh, Mann. Perfekt gewürzt. Gönn dir einen schönen Nuggets. Alter, Scheiße. Ich gönn mir hier meine. Leute, ich kann das. Boah. Gönn dir. Nuggets Beste. Zu stark, Alter, aber von meiner geht noch. Alter. Das ist so hochdosiert, Mann. Ultradosiert. Da merkt man, wie viel Zucker da drin ist. Jetzt merkt man, wie süß die Soße eigentlich ist, ey. Alter. Boah. Schmeckt trotzdem oder nicht? Ja, aber ich muss diese Soße runterschlucken. Das ist voll ekelhaft. Boah. Man merkt so, boah. Also meine sind perfekt. Alles kann ich hier reindippen. Ihr habt so viel Soße im Mund, das ist ja nicht mehr lecker. Also zu viel des Guten. Runde 4, 2-1. Ja, Mann. Ich hoffe, du kriegst jetzt das Schlechte. Go! Komm, jetzt aber. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Zack, ja, jede Runde 4-0, hast du mich der Schritt abgezogen. Diesen 3-2-1. Ja! Okay, das wieder Pech, Leute. Reicht doch jetzt mal, ey. Einen Salat von McDonald's. Ich habe das Balsamico-Dressing dazu. Machen wir uns mal schön drüber hier. Ganz entspannt. Oh, ja. Warte. Hier haben wir Joghurt-Dressing. Ja, das ist ja bekanntlich sehr, sehr lecker bei Salaten. So trocken wie der ist, braucht er das auch, aber nicht so viel. Wir machen das Schüsselchen mal voll hier, ne? So, ein bisschen eintunken. Die Tomaten dürfen nicht fehlen. Jawohl, ja. Muss ja auch alles schmecken, ne? Salat muss ja auch schmecken, ne? Gesund, Leute, sehr gesund. Gabel direkt klatschvoll. Gönn dir, Bruder. Ich hab meinen leichten Salat hier. Gönn uns einen Tomätchen. Tomaten. Vollbeladene Tomate. Hm? Boah, das ist zu stark, Digga. Ohne Witz. Boah. Komm, nochmal schön. Ich hab niemals gedacht, dass das so stark ist, ey. Boah, was soll ich nehmen? Einfach so, Salat? Mhm. Komm, Tomätchen ist sehr gesund. Kannst du auch noch mitnehmen. Tomate nochmal hier. Boah, komm. Wie viel die wiegt, Alter, ey. Voll aufgesaugt alles. Boah, als ob ich die Soße trinken würde, ne? So pervers, ne? Gar nicht schlecht hier. Muss man nicht machen, Freunde. Hier sind einfach nur Blätter drin und zwei Tomaten, oder? Mhm. Eigentlich total mini, ne? Und Runde 5. Ich hoffe, jetzt kriegst du mal Pech zweimal. Nein. Ich kann nicht mehr mal. Go! Go! Okay. Und eine gepflegte Runde. Schnick, schlag, schnuck. Ey, Digga, du gewinnst immer. Was bist du für ein Roboter, Alter? Ich bleib wieder bei dir. Ey. Ey, wenn das jetzt wieder. Ich hoffe, alle zu Tricks aus. Nein, wie denn? 3, 2, 1. Ja! David, was machst du? Hinter meinem Rücken, Alter. Ey, ich schwöre, das ist alles Zufall. Ich stimme nichts mit deiner Seite. Wie soll ich tricksen? Ja, krass, Alter. Der liebe Gott will es so. Ey, ich werde verseucht mit Soßen hier, oder? Leute, wir haben Chicken Wings. Und was passt denn zu Chicken Wings perfekt? Ich würde sagen, perfekt passt Barbecue-Soße. Und wir gönnen Calvin auf jeden Wing ein bisschen Barbecue. Hier, da ein bisschen. Muss ja schmecken, ne? Und dann hier nochmal drauf. Ich wollte gerade sagen, ey, gibt's mir jetzt oder was? Boah. So. Ach, Junge. Ey. Und jetzt gönn dir die Wings. Nimm mal ohne. Oder ich nehme ein bisschen von dir hier. Du kannst sehr angenehm dosieren. Einfach runterbeißen. Lass uns gönnen, Bruder. Freunde. Von Mc's die Wings. Ich glaube, die sind besser geworden. Boah, wieder so süß und würzig, ne? Das geht also schon auf den Sack, ne? Nimm mal einen Wing. Nimm mal richtig ran. Fehlt noch Soße, Junge. Boah. So, Alter, die Berg jetzt ist ja perfekt. Freunde, da muss ich jetzt durch. Schön von oben. Ich brauche nur Soße. Vor allem Barbecue ist so eklig. Nur Barbecue. Boah. Mit der Barbecue ist das übertrieben schlimm. Mhm. Das ist so würzig, da ist Salz ohne Ende alles. Ja, schön genüsslich für dich, ne? Schön dosiert. Und damals hatten wir noch so einen Brunnen, wer kennt noch die Formate des Brunnens? Da hatten wir auch Barbecue-Soße. Ey, wir konnten Barbecue ohne Witz
für ein Jahr nicht mehr sehen. Ja, das war so eine Phobie dagegen danach. Ja, das war schlimm. Also, boah, das war so bei Barbecue, weil das ist so krass penetrant, ne? Ja. Ey, Leute, 4-1 für Marvin, ey. Mal wieder richtig am Verkacken bin ich hier, ey. Go! Gratuliere dich jetzt. Hey. Guck mich mal kurz an, ja, genau, dreh mal. Junge, du guckst jetzt. Warte, einmal muss ich dazwischen machen. Ich guck selber nicht. Ja, guck mal, komm kurz. Ja, mach wie du willst. Und weiter geht's. Nee, wir können die ganze Zeit so machen. Ja, okay, komm, komm. Gucken Beine nicht. Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich schläg's Schluck. Ja. Such dir in Ruhe was aus. Such dir in Ruhe was ich aus. Was, ich hab was. Okay. Ich auch. Snick, snack, schnuck. Der hat 6-0. Ja. Ist doch krank. Wenn jetzt wieder. Ah ja, 6-0 schlägt der Schluck. 6-0 schlägt der Schluck alleine. Vielleicht jetzt ein 5-1. Ja. Durch die Glocke. Ich bleib wieder bei meiner. Mit meiner habe ich immer am meisten Leute, Glück. Wenn ich jetzt. Ey, ich raste gleich aus, ne? Ich bin so aufgeregt. Schlag, Schluck. Ich hab einfach Schnick, Schnack, Schnuck gesagt. Ey, was ist das? Ey, so krass, was ist das? 5-1 für mich. Ich sag dir, das Glück ist mehr auf meiner Seite. Ey, Junge, das ist krank. Und zwar haben wir, Leute, Pommes. Und dazu passt doch. Beziehungsweise, bei Pommes ist ja Salz, ne? Salz enthalten. Dann haben wir ja einmal Jodsalz. Machen wir mal auf. Jetzt wird's richtig pervers, ne? Salzen wir das Ganze mal. Salzvergiftung kommt. Alter. So, die müssen ordentlich gesalzen sein. Und was passt denn besser als Ketchup zu Pommes? Kann's nicht mehr sehen, ey, ne? Boah! Ey, das ist das Verwerfste. Nochmal schön! Das hätte ich dir so gegönnt, ne? Ketchup! Ich krieg das jetzt, Alter! Boah, Alter Schwede! So, da muss ich ja nicht übertreiben, ne? Gönn dir ein paar Pommes, ich esse meine so. Oder ich dipp ein bisschen rein hier. Boah, ey. Oh, wie der Salz da dran klebt, Leute, könnt ihr das sehen? Boah! Allein an der Pommes, warte. Oh, Fokus. Der klebt so viel Salz dran. Das ist krank. Das ist echt ein Klumpen, Alter. Ey, das wird jetzt ein Salzschock, ne? Ey, das ist abtönt. Oh, so viel Salz auf einmal. Ey, Tagesbedarf. Boah. Vor allem, die sind ja schon gesalzen. Alter, das rote Zwiebeln war gerade voll hart. Können wir nochmal hier. Also Salz ist eigentlich so ein geiles Gewürz, sein, aber zu viel. Da klebt so viel dran, ne? Ich kann Soßen gar nicht mehr sehen, ey. Ich will eine Woche lang nur noch Reis ohne alles essen. Ey, das ist wirklich das Härteste. Ja, okay, Barbecue auch, aber das auch, ey. Boah. Das ist richtig salzig. Selbst wenn ich hier reintunke, das ist schon salzig. Oh, Junge, ich will für eine Woche nichts mehr von Salz hören, ey. Ich esse alles trocken, ohne Salz und Gewürz.